Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Der Preis für ein gutes Buch sollte nicht das gute Gewissen sein. Faltershop.at, der Online-Shop mit Prinzipien. Über 1,5 Millionen Bücher, DVDs und CDs mit gutem Gewissen bestellen. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Sonderpodcast für Montag, den 28.10.2019. Das große Filmfestival Viennale ist letzte Woche in Wien eröffnet worden. Langjähriger Präsident war Eric Plesko. Der amerikanisch-österreichische Filmproduzent ist 95-jährig am 1. Oktober 2019 verstorben. Plesko war 3 Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges über Frankreich in die USA geflüchtet. Er kam zum Film und wurde als 21-jähriger amerikanischer Soldat in München vom US-Militär mit der Leitung der Bavaria Filmstudios betraut. Im Nachruf der Biennale auf ihren verstorbenen Präsidenten heißt es, vom Europavertriebschef für United Artists arbeitete er sich bis zum Präsidenten des bekannten Filmstudios hinauf. Von 1973 bis 1978 leitete er als erster Europäer nach Charlie Chaplin erfolgreich das Studio, um nach der Übernahme des Studios durch Transamerica das Filmstudio Orion Pictures zu gründen und zu einem der erfolgreichsten Männer der US-Filmindustrie zu werden. 1998 wurde Eric Plesko Viennale-Präsident. Er füllte diese Funktion bis zuletzt mit Werbe und großer Leidenschaft aus. Soweit der Nachruf der Viennale auf den verstorbenen Präsidenten. Bei der diesjährigen Eröffnung haben die Veranstalter die humorige Eröffnungsrede Pleskos aus dem Jahr 2012 eingespielt, zum Gedenken an den verstorbenen Präsidenten. Die Rede ging ziemlich aktuell. Vielen Dank für den Applaus. Wir werden sehen, was jetzt kommt. Wie Sie sehen, es steht mir gut, dass ich nicht so gut gehen kann, sonst hätte ich nicht so eine hübsche Frau, die mich hierher begleiten würde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde das auf Deutsch jetzt machen, weil die Dame spricht nur Englisch offensichtlich. Ja. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, Frau Nationalratspräsidentin Frau Magister Barbara Palmer und Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmidt begrüßen zu dürfen. Und auch einen Ehrengast von uns, Sir Michael Caine. Ich bin jetzt 14 Jahre bei der Viennale dabei, habe nur 2-mal aus Gesundheitsgründen gefehlt. Ich wollte das nur feststellen, dass ich nicht schwänze. Und obwohl es in diesen Jahren gute und schlechte Zeiten gab, das Viennale-Programm wurde von Jahr zu Jahr immer interessanter und auch so dieses Jahr. Was mich besonders freut, ist, dass es trotz Krisenstimmung in der westlichen Welt in Österreich verhältnismäßig gut geht. Leider war es mir im letzten Jahr nicht möglich, hier zu sein. Ich war und bin aber bemüht, mich über die Ereignisse in Österreich zu informieren. Nur einige Beispiele. Ja, also ein Untersuchungsausschuss, der zu nichts führte, was von Anfang an vorauszusehen war, ist zu Ende gegangen. Wie immer trafen sich die Burschenschaften, vertrottelt angezogen, und aus einem anderen Jahrhundert. Es folgen wie immer Auseinandersetzungen. Ein ehemaliger SPÖ-Abgeordneter wurde zusammengeschlagen. Die Polizei schaute weg. War schon gut, dass sie nicht mitgemacht haben. Das brachte natürlich in mir warme Erinnerungen zutage. So wie das jährliche Ulrichstag-Treffen bestimmt eine der ganz wenigen Versammlungen, die einem
hochdekorierten Waffen-SS-Bahn huldigte. Diese tapferen Gruppe, die Millionen unschuldige Menschen umgebracht hat. Ich höre schon auf. Ich will nur noch erwähnen, dass ich Angst hatte, nie wieder von Frau Fechter zu hören. Nach ihrer so erfolgreichen Zeit als Innenministerin, da habe ich mich aber sehr geehrt. Sie ist ja jetzt fest daran, die Euro-Krise zu bezwingen. Und wie sieht es woanders aus? Nicht besser. Wie schon Alfred Polger einmal sagte, wie gefällt es Ihnen da? Da ist es überall ein bisschen mies. Die Wahlen in den USA stehen an der Kippe. Wird einer der unersättlichen Lügner gewählt? Einer, der sofort militärische Eingriffe im Mittleren Osten unternehmen würde? Der auch immer als junger Mann für den Vietnamkrieg war, aber sich davor vor Einsatz gedrückt hat, als Missionar während dieser Zeit in Paris unterwegs war. Die Frage, die ich mir stelle, ist, werden die Reichen reicher? Und die sogar die Steuer vermeiden und die weniger glücklichen ärmer. Das sorgt mich natürlich. Aber es ist so, dass man die Dummheit der Wähler nicht unterschätzen darf. Ja? Trotzdem genießen sie die Biennale und viele andere Unterhaltungen, die Wien zu bieten hat. Es ist manchmal gut, sich ablenken zu können. Und vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Sie hörten im Gedenken an Eric Plesko die Eröffnungsrede des verstorbenen Biennale-Präsidenten aus dem Jahr 2012, die bei der Eröffnung letzte Woche nochmals eingespielt wurde. Plesko war amerikanisch-österreichischer Filmproduzent und viele Jahre Präsident der Biennale. Bei der Biennale bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu diesem Sonderpodcast. Ausführliche Berichte über die Biennale und was sich sonst noch alles tut in der Welt der Kultur finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement ist die Garantie, dass Ihnen nichts entgeht. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.